Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Goodbye Entry. Weiter geht's hier also. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Story muss noch weiter vorangehen. Genau. I must get the job. Warum ich die noch nicht durch habe, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das kommt erst, maybe Makua can help me. Ich glaube, ich muss erst die Story durch haben. So, dann wollen wir mal. Auf geht's. Neuer Tag, neue Sache. Ich merke schon, Goodbye Entry kommt sehr gut bei euch an. Wie gesagt, holt euch das Spiel beim Entwickler. Sehr geiles Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Super geiles Teil. Hab auch schon gehört, dass das nächste bald auch rauskommen wird. I need your help. Also der nächste Teil. Er arbeitet auf alle Fälle schon ordentlich dran. Und ich bin mal gespannt, was dann für eine Storyline kommen wird. Aber ich habe schon ein bisschen nachgelesen. Ich weiß schon, welche kommt. Aber ich verrate es mal nicht. So, Makuba hilft uns also heute Abend. So, okay, jetzt müssen wir ihn finden. Chica's in danger. Okay, das haben wir also auch. Das ist so. Face to. Go to face Minato. Alles klar, go to face Minato. Dann wollen wir mal rausfinden. Erstmal zu. Ich glaube, Minatos Haus. Genau. Kimonchi war noch nicht da. Erst bin ich derjenige, der noch nicht aufgetaucht ist, Kimonchi. Und ein kleiner Stalker ist er auch noch. Masturbate Brick Walls. Ach, das ist also okay, ja klar, warum nicht? Ja, wenn er das so heimlich scharf findet, ich meine, ne, jeder hat seinen eigenen Fetisch, ne? Ja, wenn man so auf Steinwände steht. Ach, jetzt geht's los. Son of a Mitano ist draußen. Und ab geht's. So, catch the superior guy before Mitano, also bevor er ihn hat. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt war. War der hier? Nein, dann sollten wir vielleicht mal hier hingehen. Ach, beim Dojo ist er jetzt, alles klar. Meine Güte, der hat aber auch einen Speed drauf. Stop, we need to talk. Sorry, but I'm strange. Ja, das kann ich mir denken. How he can run so fast. Jetzt ist er noch im Park. Alter, der rennt ja schneller, als man gucken kann. Ja gut, aber okay, er ist von der Ecke nach der gerannt, jetzt rennt er da rein. Alter, irgendwann muss der Mauser Atem sein. Immerhin haben wir genug Training beim Makuba gemacht, also von daher. Ja, jetzt haben wir eine neue Bereich aufgemacht, und zwar die Apartments. Da müssen wir jetzt hin. So, wir sind also bei den Apartments. Wir müssen jetzt herausfinden, welchen Bereich oder wo er ist. Oder warten wir mal, bis er will be. Na, nicht ganz. Nicht me, mein. Noch keine Beweise. Schade. Wenn er mich findet, bin ich tot. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass er ihn auf alle Fälle schnell
mal eben kurz den Kopf kürzer machen wird. So, wo ist der Bastard? Minato ist aufgetaucht. Und welches Apartment? So, wir haben ihm also gesagt, er ist irgendwo in den Industriegebiet abgehauen. Er hat uns noch gefragt, warum wir ihn verloren haben. Naja, zum Glück wurden wir nicht selber Opfer der Zielscheibe von Minato. Ah, ja, ich bin echt gespannt. Also Minato, da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie sich die Storyline noch entwickeln wird. Er scheint ja echt hier so der Chef von allen zu sein. Ja, schon spät. Wir gehen am besten nach Hause. Und wir sollten das nächste Mal mit Chica uns nochmal unterhalten. So, ab nach Hause. Ist ja schon spät am Abend. Warum mal nicht? Ist hier was los? Nö, sie pennt noch. Gut, passt schon. So, dann wollen wir immer noch schlafen. Sleep alone. Komm, heute mal nicht mit. Ja, sogar. Oh, viel zu tun. So, auf alle Fälle go to Mitamo's place. Das sollten wir auf alle Fälle als allererstes machen. Und mal herausfinden, was hier los ist. Aber ich glaube noch nicht um die Uhrzeit, wa? Ah, okay, ja, dann drücken wir mal die Klingel. Okay, wir wollen ihn jetzt versuchen, so ein bisschen auszutricksen, um ihm halt zu sagen, dass wir halt heute mal auf Chica ein bisschen aufpassen und so ein bisschen beobachten werden, falls der Perverse doch mal wieder zurückkommt. Ich bin mal gespannt, wie Minato darauf reagiert. Okay, das war klar, sie wird hier bleiben und bei mir bleiben. Ja, das hat wohl nicht ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Minato traut einfach niemanden über den Weg. Gerade nicht, wenn es um Chica geht. Naja, vielleicht Asami und Natsumi können vielleicht warten noch im Park. Vielleicht haben die ja eine Hilfe dabei auf dem Lager. Wir gehen mal in den Park und gucken mal nach, was die beiden so im Schilde führen. Ach ja, und die ganze Kohle, die ich da reingesteckt habe, ist ja auch noch mit dabei. Immerhin, naja. Haben die überhaupt schon mal eingekauft? Überhaupt noch gar nicht. Ach schön, ihr wart die ganze Zeit im Pool schwimmen. Ich bin begeistert.
Ja, jetzt neue Klamotten sehe ich jetzt aber nicht gerade da dran. Also dafür habe ich jetzt wie viel ausgegeben? Was waren das? 200 Yen oder sogar mehr? 2000? Ah, aber irgendwie, naja. Und bestimmt die ganze Scheiße am Pool versoffen. Sure, why not? Da wollen wir mal gucken, was hier gerade los ist. Vielleicht muss ich ja auch gleich ein. Watch your step. Ich sage mal so, ich werde die Zähne ja ordentlich schneiden. Ich sage mal so, auf dem Klo passiert etwas, was man hätte nicht zeigen können. Aber für alle Leute, die die Version selber spielen, wissen, was da auf einmal los ist. Tja, Asami gibt auf alle Fälle ordentlich Vollgas. So, war, ja, doch, schon, ja. Me shows me on lots of videos. Was guckt die sich für Videos an, Mann? Oh Mann. Okay. Nein, was auf alle Fälle. Was hat sie gefragt? Sehr schön. Dann haben wir das hier, was auch schon mal. Ja. Damn, she komplett brainrushed her. Also, Natsumi hat ordentlich ihr Gehirn ein bisschen verdreht, sodass jetzt Asami etwas, ja, lockerer geworden ist, sagen wir es mal so. So, damit haben wir das auch schon mal. So, I have to go to the park tonight. Alles klar, tonight. Das heißt also, wir haben ein bisschen Freizeit. Wir können uns mal im Restaurant vielleicht noch mal etwas worken. So, time to work. Yes, Chef. Ich bin immer bereit zu arbeiten. So, Arbeitszeit ist durch. Haben wir also auch geschafft. Und ein bisschen Kohle haben wir immerhin auch wieder verdient. Wir haben ja auch ordentlich hier Kohle ausgegeben das letzte Mal. So, wir sollen nachts im Park auftauchen. Warum auch immer. So, da kommen dann also unsere drei vom Kasperle-Theater. So, und die wollen natürlich ein bisschen was. Kenji hatten wir ja schon mitgekriegt. Er ist ja so unser Lieblingspsychopath von allen den dreien. Schmalzlocke und Blondbirne sind dagegen noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, harmlos. Aber unser Kenji hier, der will einfach nur Kohle haben. Während Schmalzlocke und Blondbirne da einfach rumstehen und erstmal noch nichts machen. Aber Kenji scheint wohl auf alle Fälle der Leader der ganzen Gruppe zu sein. Das merkt man auch aus den Gesprächen ganz klar heraus. Bleach Blond. Okay. Hello, Boys. Bock. Das ist der beste Tag meines Lebens. So, Schmalzlocke hat es als erstes erwischt. Dann wird jetzt wohl gleich Blondbirne dran sein. Blondbirne ist auch draus. Bleibt nur noch unser lieber Kenji, der jetzt auf einmal. Ja. Den Arsch so heftig zusammenpresst, dass selbst seine Unterhose keine Luft mehr da drin kriegt. Und ich glaube, Kenji hat jetzt doch etwas, ja, die Hosen voll. So. Ich würde sagen, alle drei werden uns erstmal nicht mehr so schnell auf den Sack gehen. Und dank Makuba haben wir jetzt also drei Probleme weniger. Ich hoffe mal erstmal drei Probleme weniger. So, von now an, sagen wir mal so, sind wir, was heißt safe, aber wir haben es erstmal soweit geschafft. So, ab zurück ins Haus, ab zurück rein, ab zurück ins Bettlein und einmal schlafen fein, denn.
Wir schlafen nochmal allein. So, ich habe mal wieder genug Arbeit wieder zu tun. Die Mädels soll ich dann am Nachmittag im Park treffen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder weitergeht mit Goodbye Entry. Also dranbleiben und weiterschauen.